Hallo Freunde, hiermit präsentiere ich euch die wohl größte Überraschung des Jahres. Ein Let's Play von The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Ja, es ist wirklich wahr und kein Traum. Ich kann für euch endlich auch 3DS-Games Let's Playen und das in einer Top-Qualität. Denn heute, vor genau 2 Jahren, bin ich Let's Player geworden und damals war Ocarina of Time, in dem Fall die GameCube-Version, mein erstes Let's Play-Projekt und was bietet sich da besser an als dieses geniale Spiel? Allerdings Let's Play ich für euch jetzt nicht die normale Version, sondern die schwierigere Variante, nämlich Master Quest. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich alle sehr auf dieses Let's Play freuen werden, weil ich freue mich schon ganz besonders darauf, endlich mal ein 3DS-Game Let's Playen zu können, das eben in einer richtig super geilen Bildqualität. Okay, also dann, ab ins Menü! The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Master Quest. Brich auf in ein neues Abenteuer, das dich durch eine nur scheinbar bekannte Welt voller Herausforderungen führt. Ich habe auch schon eine neue Spieldatei angelegt, dann kann's auch schon losgehen! Es war einst in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Dekobomb über die Kinder des Waldes. Jedem der Kokire schenkt der Wächter eine Fee. Als seine Abgesandten schützen sie jene reinen Herzens. Das Schicksal hat jedoch einen auserkoren, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen vergangener Zeiten zu entfliehen. Navi, wo bist du? Erscheine! Navi, holde Fee, höre die Worte des Dekobauers. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrules zu besiegen. Für lange Zeit war der Kokirewald es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Hyrule wieder auf dem Pfad des Lichtes führen. Navi, geh nun, finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Meine Zeit ist fast vorüber. Mir bleiben nur noch wenige Stunden. Flieg, Navi, flieg! Das Schicksal des Dorfes, gar das der ganzen Welt, liegt in den Händen dieses Jungen. Link, wach auf! Der Dekobomb hat dich zu sich gerufen. Link, wach auf! Hey. Los, komm schon! Sollte die Zukunft der Rote wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen? Hm.
endlich bist du aufgewacht. Ich bin Navi. Der Dekobomber hat mich dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen. Der Dekobomber hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf. Ja, oder mit anderen Worten. Du musst die Welt retten. Das ist fun-fucking-tastisch. Kokiri-Wald. Guten Morgen, Link. Hey, eine Fee. Endlich hast du auch eine Fee, Link. Boah, das ist toll. Ich freue mich für dich. Nun bist du ein wahrer Kokiri-Link. Ist es wirklich wahr? Der Dekobomber möchte, dass du zu ihm kommst? Es ist eine große Ehre, von den Dekobomb treten zu dürfen. Ich werde hier auf dich warten. Geh nun, denn der Dekobomb hat dich gerufen. Ja, die hier kennen wir natürlich alle, dieses junge, hübsche Mädchen. Es ist Zalia, Links Beste und gleichzeitig wohl auch einzige Freundin hier in diesem Dorf. Und Link ist ja mehr oder weniger so ein Außenseiter. Wenig Freunde, bei den anderen eher unbeliebt, aber Zalia scheint ihn wirklich zu mögen und... Ja, wie gesagt, ich bin endlich dazu in der Lage, 3DS-Games zu let's playen, da ich mir nämlich eine... Moment, Navi will was sagen. Die Dekobomb hat dich zu sich gerufen, wir sollten uns beeilen. Ja, die kann's mal wieder nicht abwarten, bis wir beim Dekobomb sind, aber erstmal will ich ein bisschen was erklären, also. Ich wollte sagen, dass ich mir eine Capture Card besorgt habe, die hat auch ziemlich viel Geld gekostet, aber... Da ich ja jetzt YouTube-Partner bin, ist es mir das wirklich wert gewesen, weil ich dadurch in der Lage bin, so eine super-duper Spitzenqualität zu liefern. Und das ist ja wohl das Mindeste für meine Abonnenten, nachdem ich jetzt doch schon so viele habe, die sich meine Videos regelmäßig ansehen, was mich ja auch sehr, sehr freut. Und ja, ich habe mich halt jetzt dazu entschieden, nur den Topscreen aufzunehmen. Weil am Touchscreen, das würde wieder blöd aussehen, wenn ich beide Screens aufnehme. Das wird dann entweder gezerrt oder gequetscht sein und das passt mir ganz einfach nicht. Auch mit schwarzen Rändern, das mag ich einfach nicht. Ich werde jetzt hier übrigens eh noch was anderes einstellen im Spiel selber, bei den Optionen. Und zwar Zielerfassung nicht halten, sondern wechseln. Kamera nicht normal, sondern Y-Achse umkehren. Und Motion Control nicht an, sondern aus. Das brauche ich nämlich nicht. Dann wird gleich mal gespeichert. So. Also wie gesagt, auf dem Touchscreen sieht man die Herzleiste, die Rubinanzeige und auch die Karte und die Item-Buttons. Aber das ist jetzt nur für mich wichtig. Für euch ist es einzig und allein wichtig, was oben auf dem Topscreen passiert. Und deswegen nehme ich jetzt auch nur den auf. Dafür könnt ihr das eigentliche Spiel in wunderbarer Qualität in Vollbild genießen. Ohne irgendwelche störenden Ränder oder dass es irgendwie gezerrt oder gequetscht ist. Einfach im schönen 16:9 Format, so wie es sein soll. Ja, und was euch natürlich bestimmt sofort aufgefallen sein dürfte, die 3DS-Version von Master Quest ist komplett gespiegelt. Es ist genau wie bei der Wii-Version von Twilight Princess. Auch da ist die Oberwelt komplett gespiegelt worden. Link ist hier ein Rechtshänder und kein Linkshänder, was er normalerweise ist. Sogar ich bin ein Linkshänder, ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ansonsten gibt es noch ein paar weitere Änderungen zwischen Master Quest und der normalen Version von Ocarina of Time. Gegner und Bosse fügen nämlich doppelt so viel Schaden zu, das ist aber auch in der 3DS-Version so. Aber gut, auf alles weitere gehe ich dann ein bisschen später ein. Jetzt will ich erstmal zum Dekobomb. Oh, was zum... Natürlich. Mido will uns nicht vorbeilassen. Bitte seht ihn euch doch mal an. Es sieht doch aus, als müsste der ganz dringend auf Toilette, oder? Na, musst du? Hm, dann geh doch. Hey, du feenloser Versager. Was hast du mit dem Dekobomb zu bereden? Ohne Fee bist du nicht mal ein richtiger Mann. Was? Du hast eine Fee? Und der Dekobomb hat dich zu sich gerufen? Was muss ich da hören? Wieso sollte er dich und nicht den großen Mido zu sich rufen? Das kann nicht sein. Ich glaube es einfach nicht. Du bist nicht einmal richtig ausgerüstet. Wie willst du dem Dekobomb denn ohne Schwert und Schild gegenübertreten? Was? Das stimmt. Ich bin auch nicht ausgerüstet, aber das ist etwas anderes. Wenn du passieren willst, solltest du wenigstens mit deinem Schwert und deinem Schild ausgerüstet sein. Verschwinde! Ja, Mido können wir ja so gut leiden, ne? Nicht wahr? Ja, aber... Es ist leider so.
Ich darf nicht zum Dekobaum. Das würde ich gleich mal Salia sagen. Was? Mido lässt dich nicht zum Dekobaum? Dieser Mido, ich frage mich, was sie sich dabei denkt. Dennoch ist das, was sie sagte, wahr. Im Wald gehen in letzter Zeit merkwürdige Dinge vor sich. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Du solltest dir eine Waffe suchen. Das Schwert ist irgendwo verborgen, sagt man. Es ist das einzige Schwert in Kokiri. Den Schild kannst du im Laden kaufen. Gut, dann werde ich gleich mal anfangen, Geld zu sammeln. Das war gerade mein erster Rubin. Also, ich brauche bei Zelda wirklich nichts Großartiges erzählen, von wegen, wie das Spiel an sich funktioniert. Das sollte jeder von euch wissen. Ich gehe davon aus, dass alle Ocarina of Time kennen, also das Original, vielleicht eh auch die 3DS-Version selber. Und was ich noch so zu Master Quest sagen kann, der Anfang davon liegt eigentlich schon weit zurück. Und zwar hat Nintendo mal probiert, in den 90er Jahren irgendwann ein Zusatzgerät für das N64 zu entwickeln, nämlich das sogenannte Nintendo 64 Double Drive, also Doppel-D quasi. Das ist jetzt keine Körbchengröße, nein. Das wäre so ein zusätzliches Gerät gewesen, mit dem man dann Discs abspielen kann. Also quasi eine Art CD-Laufwerk für die N64, aber leider ist das so sehr gefloppt, dass es nie wirklich auf den Markt gekommen ist. Also die haben es scheinbar entwickelt gehabt, haben dann gesehen, ist voll kacke, bringen wir lieber nicht auf den Markt, sonst hagelt es herbe Kritik. Und deswegen wurde dann quasi die Entwicklung von Master Quest vorerst eingestellt. Damals hieß es übrigens auch noch Ura Zelda. Das kann man einfach mit anderes Zelda oder im Englischen Another Zelda übersetzen. Und was auch interessant ist, in etwa zur selben Zeit befand sich auch schon ein zweiter Zelda-Teil in Entwicklung, nämlich Zelda Gaiden oder Gaiden, was sich später doch tatsächlich zu Majora's Mask weiterentwickelt hat, zu einem eigenständigen Spiel, ja. Es ist interessant zu wissen. Aber wie gesagt, Master Quest kam dann eigentlich erst auf den GameCube. Zusammen mit Wind Waker, als es damals nämlich erschienen ist, gab es so eine Limited Edition und da war eben eine zweite Game Disc mit Ocarina of Time, aber auch eben mit Master Quest dabei. Du hast eine beschwerliche Mac hinter dir, du scheinst ein wahrer Held zu sein. Sieh doch nur, ist die Aussicht nicht wunderschön, wechsle den Blickwinkel mit dem Augensymbol. Mit Hilfe vom Joystick kannst du dich umschauen. Ja, Joystick ist es auch nicht wirklich, auf dem 3D ist es mehr ein Schiebepad, aber egal. So, Ego-Perspektive. Sieht alles sehr schön aus. Du siehst auch ganz hübsch aus, ja, doch. Gut, ich brauche auf jeden Fall noch viel mehr Geld, ich habe gerade mal 16 Rubine. Ich brauche sehr viel mehr. Haus von Mido, Anführer der Kokiri. Okay, da wohnt der Typ also. Dann werde ich mal so frei sein und ihn ein bisschen ausrauben, hm? Du hast einen Rubin erhalten. Du hast 5 Rubine erhalten. Du hast 5 Rubine erhalten. Ein Herz, das füllt eines deiner Energieherzen auf. Gut, mehr gibt's hier ja nicht. Aber man kann sich ja noch sehr viel mehr Geld beschaffen, unter anderem eben die ganzen Steine hier kaputt machen, dann springen manchmal sogar Rubine raus. Ich habe zwar keine Ahnung, wie die da reingekommen sind, aber ich sag, wie gesagt, immer bei Videospielen, man soll hier nicht nach Logik fragen, das ergibt einfach keinen Sinn, ja? Manchmal ist es nun mal einfach so. Es ist ein Videospiel. Nicht die Realität. Gut, das Schwert gibt's ja gleich da oben, das wissen wir ja. Ah, du besitzt endlich eine Fee. Nun gibt es viel zu lernen. Der beste Ort, um zu lernen, Fähigkeiten richtig einzusetzen, ist das Kokiri-Trainingslager hier auf dem Hügel. Das ist doch schön. So, und hier drinnen wohnen noch die allwissenden Brüder. Ja, die sind hier zu dritt und jeder von denen würde mir jetzt quasi Tipps geben, wie das Spiel funktioniert.
Beispiel der Typ hier, wenn du etwas über die Karte oder die Items erfahren möchtest, kann ich dir weiterhelfen. Was interessiert dich? Ja, keine Ahnung, Items? Es gibt drei Arten von Items. Ausrüstungs-Items sowie verwendbare und Missions-Items. Ausrüstungs-Items sind Gegenstände wie Schwert, Schild oder Rüstung. Diese müssen ausgerüstet werden, bevor sie verwendet werden können. Verwendbare Items können auf Römisch 1, X, Y oder Römisch 2 platziert werden. Du kannst sie verwenden, indem du den entsprechenden Knopf oder das entsprechende Symbol betätigst. Missions-Items sammelst du während deines Abenteuers. Du musst sie nicht speziell auswählen, damit du sie nutzen kannst. Möchtest du deine Ausrüstung ändern, berühre auf dem unteren Bildschirm Ausrüstung, um dein Ausrüstungsbildschirm aufzurufen. Um ein Item auszurüsten, musst du es einfach berühren. Möchtest du ein Item auf ein Itemfeld platzieren, berühre das Item, um das Item-Menü aufzurufen. Berühre dann das entsprechende Item und anschließend Römisch 1, X, Y oder Römisch 2, um es auf einem Feld zu platzieren. Das waren eine Menge Erklärungen, nicht wahr? Ja, schon. Also, nicht, dass ich das nicht schon vorher gewusst hätte, aber mit den anderen beiden rede ich jetzt nicht. Nee, komm, das würde zu lange dauern. Also, die anderen würden mir jetzt, glaube ich, nur sagen, zum Beispiel eben die Ego-Sicht funktioniert, aber das weiß ich doch eh schon. Einfach hier unten auf das Augensymbol klicken und hier so rumbewegen. Kokiere Trainingslager, zerstöre die Schilder nicht easy. Ja, mach ich dann gleich. Erstmal will ich wissen, was mir der hier zu sagen hat. Lass uns an deinen Kampftechniken arbeiten. Wie siehst du einen Punkt mit L an und läufst dabei nach rechts oder links, kannst du mit Ansprüngen zur Seite ausführen. Hältst du L gedrückt und läufst rückwärts, kannst du durch Drücken von A einen Rückwärtssalto ausführen. Eine Rollattacke führst du aus, indem du L gedrückt hältst und dann A betätigst. Während der Attacke bist du nicht verwundbar. Hast du den Schwert in der Hand und hältst L gedrückt, kannst du mit einer effektive Sprungattacke ausführen. Die Zielerfassung mit L kannst du an diesem Stein ausprobieren. Na dann. Und hepp. Und ein Fünfer. Sehr gut. Enge Passagen. Versuche durch den schmalen Spalt zu kriechen. Stelle dich vor der Öffnung, drücke den Joystick in Richtung Eingang, zeig das Aktionssymbol kriechen an, drücke A, achte immer auf die Anzeige des Aktionssymbols. Ich sehe mir auch hier jetzt kriechen. So, hier ist nämlich so ein Mini-Labyrinth. Oder besser gesagt eher ein kleiner Irrgarten. Nicht nur das, sondern auch ein ziemlich großer, fieser, runder Felsen. Wow! Bloß nicht plattwalzen lassen, das wäre gar nicht gut. Na genau, roll schön vorbei. Keine Ahnung, was der hier zu suchen hat. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Besuche das Haus der allwissenden Brut, um Antworten auf deine Fragen rund um Items zu bekommen. Ja, das, bei dem war ich doch gerade. So, schauen wir doch mal rein. Das Kokiere-Schwert. Berühre Ausrüstung, das Ausrüstungsmenü aufzurufen. Dies ist eine wertvolle Waffe der Kokiere. Trainiere gut, bevor du deine Mission beginnst. Ja, das werde ich natürlich. Werde ich mich gleich mal damit ausrüsten. Also, Ausrüstung. Hier sehen wir die Kokiere-Kleidung. Einfache, aber sehr bequeme Kleidung. Jeder im Kokiere-Wald trägt sie. Link eben auch, aber zusätzlich noch seine grüne Zipfelmütze. Ist ein Markenzeichen quasi. Und hier haben wir das Kokiri-Schwert, ein kurzes Schwert, das für ein Kind geeignet ist. Dieses Schwert ist der Schatz der Kokiri. Und jetzt mein Schatz. So, jetzt kann ich mich endlich verteidigen. Dann werden mich die anderen vielleicht ein bisschen respektieren, hm? Die waren immer so und so gemein zu mir. Ja, ist doch wahr. Link kann einem echt leid tun. Jetzt kann ich hier wenigstens das ganze Unkraut zersiebeln. Ein paar Rubine bekommen. Ups, jetzt habe ich gerade ein Schild abgeschnitten. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ihr seht, dass das möglich ist. So, und hier, glaube ich, muss man eine... Genau, eine Stichattacke machen. Dass man noch ein Rubin bekommt. Ich habe jetzt 59 Rubine. Da geht noch ein bisschen mehr. Da geht noch ein bisschen mehr. So, ich helfe dir mal. Was hast du überhaupt für ein Problem? Dieser großmalige Mido, ich muss für ihn das Unkraut von Sadias Haus entfernen. Er hat Sadi erzählt, dass er das für sie erledigen würde, nun muss ich es tun. Sadi und du, ihr seid doch gute Freunde. Hilfst du mir bei meiner Arbeit? Du darfst doch alles behalten, was du findest. Hey, cool, danke. So, da wo er davor steht, das Büschel kann ich leider nicht kaputt machen. So,
absäbeln. Was haben wir auch hier? Haus der Zwillinge. Hallöchen. Oh, da ist ja jemand. Meine Schwester hat einige Rubine genommen, die ist zum Kokiereladen gegangen, dort einzukaufen. Apropos Rubine. Ein grüner Rubin ist ein Rubin wert, ein blauer Rubin ist 5 und ein roter Rubin ist 20 Rubin wert. Oh, das wusste ich ja nicht. Natürlich wusste ich das. Trotzdem habe ich es mir nochmal erklären lassen. 5er, und was haben wir hier noch drinnen? Ja, es ist ja wieder mal genial. Man kann einfach so in die Häuser von anderen Leuten reinspazieren, ihre Vasen zerdeppern und dann Rubine finden. Einfach nur geil. So, und wenn man hier ganz geschickt rüberspringt, kriegt man hier gar keinen Flug. Sehr komisch, das war aber früher immer so. Wo man aber auf jeden Fall einen bekommen sollte, das wäre da drüben. So, wenn man von hier los springt. Ja, genau, wunderbar. 73 Rubinen. Hi Link, schaut sie mir herauf. Mit Ellie schaust du mich an, mit A kannst du mit mir reden. Gut gemacht, dies war mit Hilfe deiner Fee möglich. Wie schön, dass du auch endlich eine ständige Begleiterin hast. Ich werde dich lehren, ihre Kräfte richtig zu nutzen. Flieg deine Fee zu einem Objekt oder einer Person, drücke L, um dorthin zu schauen. Drückst du L und siehst jemanden an? Kannst du mit dieser Person sprechen, auch wenn sie weit entfernt ist? Wenn du kein Ziel hast, kannst du L nutzen, um geradeaus zu schauen. Versuch es. Ja, schon kapiert. Danke. Kokiri-Laden. So, und dann weiß ich noch, dass genau hier hinten auch ein Fünfer versteckt war. Willkommen. So, und ich brauche ja einen Schild und den gibt es eben hier drüben. Eco-Schild, 40 Rubine. Mit der kannst du ihn einsetzen, um Angriffe abzuwehren. Bei einer Feuerattacke verbrennt er. Trotzdem, den will ich also kaufen. Der Eco-Schild. Berühre den Schild im Ausrüstungsmenü, um ihn auszurüsten, oder wähle ihn durch Drücken vom Joystick aus und drücke dann B, um ihn auszurüsten. Drücke R, um Angriffe abzuwehren, drückst R, während du mit Hilfe von L dein Ziel erfasst, kannst du dich bewegen und dich verteidigen. Noch was kaufen? Nö, möchte eigentlich meine Rubine sparen. So, werde ich auch gleich den Schild anlegen. Deko-Schild, ein Holzschild in der Größe passend für Kinder, ist leicht und entflammbar. Und sieht obendrein auch noch cool aus, mit dem Kokiri-Symbol. Habe ich ja jetzt alles, um zum Deko-Bomb durchgelassen zu werden. Ich weiß gar nicht, ob Sali jetzt noch irgendwie anders drauf reagiert, da ich jetzt Schwert und Schild dabei habe. Das Schwert ist irgendwo verborgen, sagt man. Na, gut, ich reagiert gar nicht weiter drauf, aber Nido wird auf jeden Fall anders reagieren. Wäre auch blöd, wenn nicht, ne? Bevor du zum Deko-Bomb darfst, musst du dich zunächst mit deinem Schwert und deinem Schild ausrüsten. Hey, was ist das? Du besitzt einen Deko-Schild und auf deinem Rücken trägst du ein Schwert. Unglaublich, es ist in der Tat das Kokiri-Schwert. Heiliger Deku! Wie dem auch sein, Weichling bleibt immer ein Weichling. Ich werde dich niemals als einer der unseren akzeptieren. Wie nur kann es sein, dass es Zali und nun auch der Deko-Bomb so viel Vertrauen zu dir haben? Ja, jetzt bist du angepisst, ne? Jetzt geht er beleidigt zur Seite, aber immerhin kann ich jetzt endlich zum Deko-Bomb gehen. Also den Typen kann ich echt nicht ausstehen. Ach du meine Güte, was sind das denn für Viecher? Ein verwelkter Dekoraner, sieht zwar ganz schön alles, aber wenn du ihm zu nahe kommst, schnappt er zu. So, und ich habe gerade was bekommen. Der Deko-Stab, berühre Items auf dem unteren Bildschirm, um das Item-Menü zu öffnen. Platziere ihn auf, du wisst schon. Verwende ihn, indem du bla 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 betätigst, drückst du ab, packst du ihn wieder weg. Du kannst eine bestimmte Anzahl tragen, also setzt du ihn mit Bedacht ein. Okay, kann ich ja gleich mal auf, keine Ahnung, auf X legen, so, und endlich beim Deko-Bomb. Deko-Bomb, ich bin zurückgekehrt. Oh, Navi, du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Link. Höre nun die Worte, die ich, der Deko-Bomb, dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albträumen geplagt. Dies ist auch dir widerfahren. Link, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu rufen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Ja, klar doch.
So sei es. Tritt ein, tapferer Link. Und auch du, Navi. Navi, holde Fee, unterstütze Link. Und du, Link, höre mit dem Navi-Symbol Navis Worte, denn es sind Worte der Weisheit. Worte der Weisheit? Wir werden ziemlich schnell merken, dass Navi ganz schön nervig sein kann, aber gut. Ich würde mal vorschlagen, dass ich jetzt, bevor ich in den Dekobong hineingehe, in dem sich auch gleichzeitig der erste Dungeon des Spiels befindet, dass ich den ersten Part meines Let's Plays von Ocarina of Time 3D Master Quest beenden werde. Also ich hoffe wirklich, dass ich euch mit dieser großen Überraschung auch eine sehr große Freude bereiten konnte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen und auch fleißig kommentieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und im nächsten Part geht's dann, wie gesagt, in den Dekobaum. Also, danke fürs Zusehen und im nächsten Part geht's dann eben weiter. Tschüss.